Ein freundliches Guten Tag, hallo, ich grüße euch alle herzlich zur nächsten Folge von dem Ersten Weltkriegsmod. Mit mir an meiner Seite der Werte-Eliminator. Hallihallo. Im letzten Folge habe ich Dänemark platt gemacht und komme ein bisschen, wirklich ein klein bisschen in Frankreich weiter. Naja, Paris ist noch eins, zwei Provinzen entfernt. Zwei Provinzen und mehrere tausend Mann. Konnte ich die Schweden auch bei mir reinholen? Achso, das dauert noch. Ein Jahr. Toll. Bist du schon durch die Maginot-Linie? Du kannst die Maginot-Linie umgehen, hinter Nancy. Ich weiß. Ich bin ja schon teilweise am Durchdrücken, beziehungsweise, was macht die KI? Beziehungsweise, halt, Moment, was machst du, KI? Ach, das schafft die schon irgendwie. Ich vertraue der mal. Ich glaube, so fangen bei Paradox-Spielen viele, viele verzweifelte Momente an. Oh nö, das passt schon. Und die nächste Landung erfolgt wieder in Australien. Und es werden wieder ein paar Wo Jahre. Zur Hölle hast du was in Australien? Wo? Wo besitzt du da was in Australien? Ach, da oben, das ist. Ach, da. Ich habe das bis jetzt immer noch gut verteidigt bekommen. Ich habe am Anfang ein paar Divisionen, die ich schon aufgestellt hatte, hier diese Ersatzdivision, die du aufgelöst hast, habe ich halt in meine Kolonien teilweise reingeschickt. Fand ich bisher jetzt eine sehr gute Idee. Konntest dich auf jeden Fall verteidigen. Ich habe ja auch gut jetzt Engländer, Japaner und halt Amerikaner und Australier platt gemacht. Weil die sind ja alle hier gelandet. Und ein paar Mal war das sogar fast so, dass die da durchgekommen, also es geschafft hätten. Ja, bei mir gab es halt nur eine Landung da oben in Venedig, wo er dann mal ein Stück durchgerückt ist, aber dann hat sich das alles wieder stabilisiert. Benelux starten, will jemand wieder landen? Was soll er tun? So. Ich werde jetzt diese Leute kesseln und vernichten, koste es, was es wolle. Das sind so Elite-Divisionen. Die will ich jetzt eigentlich nicht an der Westfront verballern. Halt sie die in Reserve. Ich bin gerade fast am Überlegen, die unten in die Türkei zu schicken. Mach ich auch. Wobei, du bist ja auch fast schon durch in Afrika. Du bist ja schon in Kairo. Meine Fresse. Nee, ich kann die jetzt gar nicht mehr dahin schicken. Weil ich kein Durchmachtsrecht durch Russland selber hab. Ist doch kacke. Die geben mir kein Durchmachtsrecht. Und das bedeutet, ich komme nicht schnell durch. Hoffentlich kriegen wir Bulgarien auf unsere Seite gleich. Dann könnte ich die durch Bulgarien schicken. Wie gesagt, ich habe notfalls ein Kriegsziel. Wenn ich vorbereitet bin und meine Truppen in Stellung habe, kann ich Bulgarien innerhalb von ein paar Wochen platt machen. Ich habe eine andere Idee gerade. Du hast dadurch, dass du da die rumänischen Dinge eingenommen hast, kann ich da nach Türkei rüberschiffen? Weil die kommen ja durch Konstantinopel nicht durch, ja, ja, die britische Flotte. Mein Gott, muss man hier kompliziert denken. Das britische Monster. Und von da aus. Ach, egal, komm. Fahr da erstmal hin. Jetzt drück durch, komm schon. 23 deutsche Divisionen sollten ja wohl in Afrika genügen. Die haben sogar teilweise bulgarische Gewehre? Ach, belgische Gewehre? Ey, das ist zum Kotzen, ne? Die entziehen sich jedes Mal mit meiner Umzingelung. Jedes Mal. Na, das ist die KI schon besser geworden. Könnte aber auch an dem Mod liegen. Ich vermute es fast. Finde ich aber gut. Ja, ich eigentlich auch. Ich werde nun bald wahnsinnig. Hier ist halt ein bisschen nervig. Das ist schon irgendwo richtig, ne? Ja. Aber ich mache das jetzt einmal ganz anders. Sonst machst du es doch ganz entspannt. Mach es nicht selbst, lass es die KI machen.
Der vertraue ich einfach nicht. Ich eigentlich auch nicht, aber ich habe da keinen Bock mehr drauf. Also das ist, also Noch bin ich motiviert einigermaßen. das, na, was heißt kein Bock? Es geht bei mir eigentlich größtenteils eher darum, dadurch, dass du so minimale Vorstöße machst, kann die KI in der Regel immer rechtzeitig weg. Ja, das Und dann kannst du halt zwischendrin lieber einfach mal eingreifen. Ich sollte bald in Bukarest sein, wenn jetzt alles klappt. Ich habe denen jetzt schon ein bisschen was kaputt gehauen, sodass die nicht mehr ihre Grenze nicht mehr ordentlich schützen kann können. Oh, ist Oder das können schön. sollte. Jetzt, also im Moment ist der Weg nach Bukarest frei. Meine Le Division habe ich schon mal vorgeschickt, also hoffen wir mal das Beste. Ja, der will aber zumachen da, ne? Ja, trotzdem. Aber wieso sind die so stark? Ja, weil die genauso stark sind wie du. Also der hat verdammt gute Division, das musst du ihm lassen. Oh ne, es ist einer in Bukarest. Ach Mann. Und außerdem, der hat einen Planungsboni von 50%. Ja gut, das geht auch noch mit rein, das stimmt. Also gut, Bukarest wird nix. Dann machen wir halt die andere Provinz erstmal da kalt. Auch gut. Oh, Ludendorff ist mittlerweile auch Stufe 5. Ach, die schaffen das schon. Da könnte ich Truppen kesseln, Also, wenn ich hier durchdrücke lass mir mal den Briten da verhungern, ne? und da durchdrücke, bitte lieber Gott, jetzt lass, die ziehen sich schon wieder zurück. Ihr bleibt jetzt da und kämpft. Boah, ja, kein Wunder, dass ich mir so schwer tue. Der italienische General, gegen den ich kämpfe, ist Level 5, hat Hügelkämpfer, Ranger und Gebirgskämpfer. Boah. Was hat meiner eigentlich mittlerweile? Level 7. Fast ist er Organisator und charismatisch, fast. Was ist deiner? Moment, Moment, Moment. Was ist seiner und das ist deiner? Alter, was hat der französische General denn? Offensive, Old Guard, Defensiv. Gut, Old Guard ist ja eher schlecht, aber. Old Guard ist eigentlich relativ gut, wenn du Der eingreifen hat musst. Panzer! Woher hat der Typ Panzer? Wer, der Italiener? Der Rumäne hat Panzer! Panzerpaket! Genau. Der bringt Panzer! Ja, Der hat genau. zwei Panzerdivisionen gebracht! Es ist genauso wie der Italiener, wie der Däne. Der hat vier Panzerdivisionen gebracht. Ja, was kommt denn da jetzt? Ey, das gefällt mir aber nicht. Kann ich verstehen. Okay, dann hau ich jetzt einfach mal alles nach vorne. Jetzt möchte ich das doch lieber mal schnell beenden und vielleicht ein paar Panzer erbeuten. Da, oh, stimmt. Hey, habe ich Panzer erbeutet? So, wie mache ich das jetzt so, dass Nö, ich habe ich Panzer nicht. nicht vernichte? Kannst du nicht ungefähr. Du musst da rein. Ja, ich muss halt Bukarest erobern. Mal gucken, was passiert, wenn ich da mal Suchen und Zerstören mache.
Flammenwerfer. Ich treffe die britische Flotte und habe Angst. Echt? Déjà-vu. Obwohl es eigentlich noch gerade geht. Also momentan hat er nur ein paar Leute da. Definiere ein paar, bitte. Sechs Schiffe. Gut, das geht ja echt noch. So, wenn ich da in den Hafen reinkomme, in angeblich 3 Tagen, habe ich endlich diese Leute gekesselt. Und das werde ich mir jetzt einfach mal nicht nehmen lassen. Die echt zu vernichten. Boah, dann ist Italien auch gelaufen. Gott, den Angriff muss ich abblasen. Oh, den ich hab noch was. Den auch. Läuft gerade nicht optimal. Warum denn? Ja, der Rumäne kann mich mit dem Panzer, was heißt, in Schach halten. Er ärgert mich zumindest mit ihm. Okay, ich bin jetzt mit der ganzen Flotte im Kampf, mit 27 Schiffen, aber ich habe auch ein bisschen Luftunterstützung. Habe jetzt aber schon 3, 4 Schiffe verloren. 5 Schiffe, 6 Schiffe. Eine Menge Seemannsgräber. 8 Schiffe. Endlich! Und da hockt eine französische Division, aber nicht für lange. Ah, aber das ist jetzt... Hab ich... Ah, dann hab ich Belgien schneller platt gemacht, als der bei dem beitreten konnte. Ja gut, die sind ja vorher schon beigetreten, ne, die Italiener. Warum also, also das verstehe ich jetzt gerade nicht. Ich habe eine wesentlich größere Flotte, aber ich verliere diesen Kampf. Kommt drauf an, was für Schiffe du hast. Wir wissen ja nicht, wie gut welches Schiff hier ist, ne? Ja gut, das waren halt ziemlich viele Zerstörer, die halt scheiße sind, aber... Okay, ich habe 1 Schiff versenkt. 2 Schiffe versenkt. So, jetzt sollte ich Rumänien auch bald im Griff haben. Ist die Frage, okay, den schicke ich runter, um den Franzosen platt zu machen. Tunesien. Also gut, Landungen im Mittelmeer, schätze ich mal als Kamikaze, weil da die ganze Flotte sich jetzt rumtreibt von den Freunden. Nicht cool, was hier gerade passiert von der Flottenkonstellation. Wo kämpfst du denn? Oben im Norden. 13 Zerstörer hast du verloren. Ja, ich sag doch, ist gut, nicht aber so gut. Du hast ja auch ganz schön geschwächt teilweise. Noch 1, 2 Treffer, dann würdest du noch ein bisschen was versenken. Guck mal, was passiert. Ja, ich habe 3 Battleships vernichtet, ne? Also die sind ja natürlich, glaube ich, wesentlich mehr wert als so ein paar. Ja, okay. Aber ich habe jetzt auch gut Schiffe schon verloren. Ich wünschte, nur meine Jäger könnten da mehr machen. Ich weiß mich jetzt nicht in Rumänien fest. Das werde ich nicht akzeptieren. Das gibt es noch nicht. Jetzt komme ich da an diese... Ich komme nirgends so gerade weiter. Du willst mich doch verarschen. Ich zwinge mich jetzt irgendwo durch. So, links zieht der Truppen weg. Da kommst du weiter. Gute, zieht sich strategisch sinnvoll hinter den Fluss zurück, aber es bringt ihm jetzt auch nichts mehr. Da mache ich ihn auch platt. Okay, kann sein, dass jetzt Bulgarien gleich beitritt. Cool.
Ja, Bulgarien ist uns beigetreten. Wunderbar. Ich kann Wunderbar. ihn auch zu den Waffen rufen, dann kommt er aus Ja, dem Süden. warte noch kurz, weil dann nett, dass er mir Gebiete klaut. Wenn ich das Ganze hier schon mit meinem Blut und Schweiß erobere, möchte ich auch die Fabriken haben. Okay. Und der Brit ist auf Sizilien gelandet. Oh, verdammt nochmal. Ich sichere erstmal sämtliche Häfen. Out of Supply Kommando. Ey, der hat mittlerweile einen guten Dingens bekommen. Woran das wohl liegt, ne? Der hier in, ich meine in Australien. Ja, das meine ich ja. Da hätte ich dann noch Trickser. drei Stück. Desert Fox. Okay. Ich habe einen Wüstenfuchs. Falsche Ära, falsche Ära. Und der Osmane schafft es jetzt auch langsam da, sich zu bewähren. Sicher? Ja, guck's doch. Ich hab den von der anderen Seite helfen können, dass der jetzt da... Also bist du ihm zur Rettung geeilt. Ja, aber nur mit den Kolonietruppen. Aber ist ja egal. Kolonietruppen haben geregelt. Oder waren das jetzt Kolonietruppen? Ja, aber es sind halt die Truppen aus den Kolonien. Ist ja, ja, es kommt ja auch das Template an im Endeffekt. Ja, sind viele Ersatztruppen bei, aber es kann sein, dass das jetzt gerade ein paar Truppen, genau, das sind die Stoßtruppen, sogar die ich an der, sogar auch an der Front verwenden würde. Na dann. Oh. Warum habe ich noch so einen Also Scheiß? die Panzer sind ja nicht sonderlich stark. Moment. 400 Also Waffen? die rumänischen, meine ich. So, Rumänien müsste jetzt auch bald Oh! kapitulieren. Interessant. Das waren die Osttruppen, das waren aber die schwachen Osttruppen, die ich ihm jetzt auch schicke. Ach, die können in Kolonien bleiben, das ist mir egal. So, Rumänien. Also, der Ottomane ist in Ordnung. Richtig? Naja, das schafft er schon. Dann schicke ich meine Leute erstmal nach Wien. Du kannst ja auch, ja, kannst du nach Wien? Ja, meine Division, die ich jetzt in Rumänien frei habe. Du kannst natürlich auch, wenn du willst, die Albanien oder Griechenland holen, oder halt... Ja, ich will jetzt erstmal ganz kurz Italien befestigen. Und danach möchte ich mehr Druck unten aufbauen, dass ich da mal durchdrücken kann irgendwo. Also brauche ich aber die Truppen. Die Ottomane wollte mir irgendwas zur Verfügung stellen? Wo sollen die Truppen sein? In Zweifelsfalle geh über deinen Ah. Armee-Tab. So, du kannst nach oben. Mein Gott, alles wieder organisieren. Der hat die unten. Ah, da unten hier der Süden. Der Türkei. Da hat er die Truppen. Warum? Ich weiß es nicht. Okay. Als nächstes müssen wir Frankreich klein kriegen. Hast du da vor. Du hast da nicht wirklich Fortschritte gemacht, oder? Bisschen, ne? Was können eigentlich diese osmanischen Truppen? Guck dir mal das Template an. Und guck mal, prüf vor allem, ob die versorgt sind. Nein, sind sie nicht. So, ihr seid alles. Den fehlt doch Waffen. Leute. Den fehlt allein schon Waffen. Gib ich denen jetzt erstmal ein paar Waffen. Oder hast du Waffen, die du dem schicken kannst? Ja, jede Menge. Schick du dem Waffen, weil du hast eine kürzere Route zu dem. Ja.
Oh Gott, ich brauche viel ganz Support Equipment, alles. Ja, ich brauche vor allem Support Equipment. Ansonsten so der Rest geht. So. Wieso kann man bei dem Ding nicht einfach eine Zahl eingeben? Ich klicke mir jetzt die Finger ab. Komm schon. So. So. Ich gebe mir erstmal 10.000 Waffen, 10, oder machen wir 12.000 raus. Sollte ihm erstmal helfen ein bisschen. So denn. Ihr geht nach da oben, ihr geht nach da. So, wir haben jetzt Italien. Obwohl, Italien ist noch nicht ganz platt, ne? Ja, der ist halt in Sizilien drin gewesen. Und bevor ich rein konnte. Ich kann jetzt auch erstmal Bulgarien in den Kampf rufen, oder? Ja. Mach das. Vielleicht stricken die ja jetzt irgendwo Truppen hin. Mal schauen. Und sie bewegen sich nicht. Naja. Manchmal gewinnt man und manchmal verliert man. Kann man nicht irgendwie sagen? Nee, das ging nicht, ne? Nicht, dass ich wüsste. Ich find's eigentlich schade, dass du deine Division nicht so wirklich auf Elite-Status hochhalten kannst, weil du einfach viel zu viele Verluste hast hier. Ja, ich weiß. Oder allgemein im Spiel, ne? Dass du mal wirklich eine richtige Elite-Division hast. Ja, aber ist ja neu in dem Mod. Bismarck C? Ach, der versucht da wieder zu landen. Oh mein Gott, hat der Japaner viel hier gelandet. Wo? Ach. Schon wieder da unten. Ja, guck dir an, wie viele Leute da wieder sterben. Das ist doch aber Selbstmord. Der hat ja wieder hinten neben meinem Ding gelandet und diese einzelne Kack-Division, die mittlerweile von Rekrut auf regulär sich angesteigert hat. Oh, da ist ja noch eine. Also hat er 12 Divisionen da rumliegen. Nett. Das ist nicht mehr normal. Ich find's lustig. So, jetzt habe ich. Na gut, ich kann noch ein bisschen Research Schlot. Ach so, das geht gar nicht. Ja gut, danach werde ich jetzt einfach auf Unterdrückung gehen. Da, Widerstand unterdrücken. Das möchte ich jetzt machen. Ich habe jetzt meinen Fokus auf Widerstand unterdrücken gelegt. Wie kann man eigentlich im Nachhinein Truppen? Was? Wie kriegt man den dazu, dass man... Moment, muss ich das einfach nur so machen? This division belongs to the army, but has no orders assigned. Wie kriege ich die dazu, dass sie jetzt einfach mitmachen? String Plus oder sowas war das, meine ich. Boah. Nein, ich habe neu... Die, vergiss es. Also gut. Divisionen. Wo setze ich euch jetzt am schlauesten ein? Ich denke hier erstmal. Und wieder ein paar Amerikaner sind gelandet, die sterben wollen. Oh, mein lieber, lieber Freund. Du hast dann was offen gelassen. Ja, das finde ich aber nett von dir. Der Franzose. Yay. Und das klingt ja schon mal sehr gut. Ich bin gerade überlegen, ob ich motorisierte Fahrzeuge mir langsam holen soll. Ja, also ich werde es mir demnächst mal holen. Einfach vom Update her. Fürs Update. So, das heißt, wenn ich da jetzt... Ja, Moment, wo sind die Divisionen? Da sind die Divisionen. Dann schicke ich euch doch nach da oben.
Was? Wieso baue ich davon keine mehr? Also, ich habe nicht gesagt, dass ich keine mehr brauche. Zack, zack. Ich stelle ich einfach mal hier rein. Man sollte da der Widerstand auch im Griff kriegen, im Griff zu kriegen sein und gut ist. Ich verliere immer so viele Konvois. Leck mich am Arsch. Und Ja gut, wenn du deine Russland? ganzen... Ja, die kämpfen immer noch. Die halten sich relativ stabil. Gucken wir mal auf World Dingensbummens da. Du. Ja, 6000. Das sind ja kaum Kämpfe da dann. Naja. Sag mal nichts zu. Ich komm durch, ich bin auf französischem Boden. Dass ich das noch erleben darf. Sowjetunion ist jetzt hier in Sinai. Warum? Egal, gut, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr freut euch auf die nächste Folge, wenn wir hier weitermachen. Ich habe ja mit meinen schönen Ottomanen aus Osmanischen Division werden wir da Wo hast du die denn eingesetzt? Runden bei dem nutze ich die noch. Okay. Oh Gott, oh Gott, oh Ich werde Gott. damit wahrscheinlich mit Afrika erobern. Ich kämpfe mich hier durch die Alpen. Naja, okay, gut. Ich glaube, ich mache jetzt eine extra Division noch dafür. Ja. Geben wir den eigenen General. Komm, gib mir hier der alte Field Marshal Gal von Galwitz. Das sieht doch gut aus. Von Galwitz. Ja. Der wird jetzt hier die Division, die osmanischen Divisionen anführen. Okay, gut. Gut, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.